Hallöchen Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Breath of the Wild. Den letzten Part haben wir hier aufgehört, weil ich da nicht ganz weiter wusste, obwohl zum Ende ja schon. Deswegen wir da jetzt weitermachen werden. Und ich muss mal das Ding reinkommen. So, wir müssen nämlich, damit ihr Bescheid wisst, das Ganze so machen, dass wir da easy dann so eine Treppe bauen, die da so lang geht. Also, ja, diese Bolzen hier tun wir gleich, wenn wir oben sind, darüber, damit wir die dann darüber holen können und dann da drauf das Ding tun können. Also ich glaube, ich hoffe, dass sie es kapiert, dass ich vermute. Weil ich absolut schlechter. Die Erklärung war einfach mit 10 von 10. So. Und so. Bingo. Kein Bingo. Nein. Nein! Oh, wir sehen uns gleich. So, endlich, Junge. Also, ich mag den Schrein auf jeden Fall nicht. Junge. Bewegung. Und runter. Und ablassen. Jetzt könnten wir es schaffen. Also wenn ich jetzt nicht schon wieder das ganze Ding umkippe. Das ist einfach nur knapp. Oh, Budi. Junge! Mein Controller ist irgendwie gerade buggy. Oha. Wo ist gefahren? Hat super geklappt. Ey, und jetzt komme ich da nicht mehr dran. Ja, aber von hier geht's eigentlich hin. Ah! Ich glaube, wir müssen das Ding noch ein bisschen nach hinten ziehen. Nach vorne. So. Und dann war das zu weit. Nö, oder? Ey, wie kann man denn so dumm sein für einen verdammten Schrein? Nein, nicht umkippen. Ey, Leute, wir sehen uns gleich. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Ich glaube, wir brechen das jetzt Play ab. Oder wir nennen alles um und nennen es Zelda Lost of the Wild. Nach 5000 Jahren, jetzt ernsthaft, ich sitze an diesem Schrein jetzt schon 15 Minuten. Und ich bekomme es immer noch nicht gebacken. Ah! Oh Junge. Dieser Schrein. Ich hasse immer noch Schreine. Boah, endlich, Junge. Ich hasse diesen Schrein. Egal, dann haben wir diesen Schrein. Und wir haben im letzten Part entdeckt, dass direkt daneben ein Stall ist. Und ich wollte mir immer noch ein Leben holen, plus, damit wir endlich weiter vorankommen. Ja, damit wir besser geschützt sind, weil ihr seht, dass ich jetzt schon 500 Mal gestorben bin. Und wir sind am Stall am Fluss. Sehr cool. Kommen Sie alle zu mir. Wer hat das gerade gesagt? Oha. Ja. Ups. Hallo, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Danny und dieser Rucksack. Im Kofferraum ist mein Markenzeichen.
allen gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisende an, total Reisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich Ihnen einen guten Preis. Also, nur her damit. Wie kann ich Ihnen also heute behilflich sein? Ich guck erstmal, was Sie so zu kaufen hat. Ich bin sicher, dass ich auch für Sie etwas im Angebot habe. Bitte sehen Sie sich um. Okay. Zitterflügler. Mhm. Bin aber arm. Die Spottkröte. Und die kostet 100 Rubine. Egal. Wir können erstmal unsere Bernsteine loswerden. Die braucht kein Mensch. 180 Rubine. Geil. 260. Ja, wo die hier? Danke. Ich guck noch kurz, ob ich noch irgendwie geilen Loot hab. Hier, Opal. Die geben 60. Okay, hier kannst du haben. Danke. Und wir haben noch irgendwas. Etwa noch immer. Odonit. Der bringt auch 210. Wow. Oh mein Gott, wir haben fast 1000. Das ist der neue Weltrekord innerhalb von so einer kurzen Zeit. Oha. Jo, fast 1000 Rubine. Oh mein Gott. Hallo, wer bist du? Ja. Oh. Willkommen. Darf es eine Übernachtung sein? Ein normales Bett kostet 20 Rubine. Ein Luxusbett 40 Rubine. Du kannst mich auch erstmal begrüßen. Er will direkt Kohle haben. Nö, gar keinen Bock. Bitte beheere uns wieder. Junge, er will einfach nur Kohle haben. Nö, gar keinen Bock auf dich. Oh, warte. Ich hab ein Ausrufezeichen. Hi. Oh, hallo. Bist du ganz allein unterwegs? Du solltest dich unbedingt an unserer Malertisch gelegenen Pension erholen. Dieser Fluss ist bereits wunderschön, aber nordöstlich. Keine Ahnung. Von hier findest du die einmaligen 1000 Sandbänke. Ich habe eine Schwäche für schöne Dinge, aber das sieht man ja auch an meinem gepflegten Erscheinungsbild. Übrigens, deine Augen sind auch sehr schön. Darf ich dir vielleicht eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen? Leg los. Du leihst mir dein Ohr, vielen Dank. Also, im Norden dieser Ebene von Hyrule erhebt sich ein städtliches Schloss. Nun ist es ein abscheulicher Monsterhort geworden, aber früher erfreute seine Pracht die Herzen mit Ehrfurcht. Einer meiner Vorfahren, der Großvater meines Großvaters, arbeitete dort als Hochkoch. Mit welchen Gerichten mag er wohl damals die hochwohlig geborenen Zungen gekitzelt haben? Als kleines Kind habe ich mich in jene Zeiten zurückversetzt und die exzessiven Blablabla Kreationen genossen. Luxuswild, Schades, irgendwas. Irgendwas und Eierpudding. Falscher Knopf. Richtiger Knopf. Hehehe. All das formte diesen schönen Körper. Noch heute unterhalte ich mich gerne mit den Gästen unseres Stalles über delikate Gerichte. Also, ich wollte langsam mal zur Sache kommen. Lass mich dir tief in deine schönen Augen blicken und eine Bitte aussprechen. Wenn du je Schloss Hyrule betrittst, kannst du dich
dort nach Rezeptbüchern umsehen. Wenn ich nur einmal die Gerichte des Könighauses genieße, kann ich glücklich sterben. Königliche Köche!